So, hallo liebe Freundinnen und Freunde, wir sind wieder hier bei House of Ashes mit Jason und Salim hier in diesem... Ja, ich würde sagen, wir bleiben dabei, dass es ein Alien-Raumschiff ist oder eine Alien-Vorwelt auf der Erde oder irgendwie sowas. Ist auf jeden Fall, wie sagt man das, extraterrestrisch oder so? Spreche ich das richtig aus? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht von dieser Welt. Oder lange vor unserer Welt, wer weiß. Also... Schauen wir uns auf jeden Fall mal an. Oh, ja. Ich wollte gerade noch sagen, wir müssen aufpassen, dass wir nicht auf diese Dinger treten. Da bin ich... Warum ist das denn jetzt schon wieder so laut eigentlich? So sollte es ein bisschen besser sein. Also hier in diesem komischen Ding-Level ist es ja doch sehr, sehr laut. Deswegen habe ich es ein bisschen runtergestellt. Und wir müssen, wie gesagt, aufpassen, dass wir nicht auf diese Dinger treten. Aber hier wird es zum Beispiel jetzt auch schwer, ne? Also... Wobei, hier können wir so rum. So rum. Ja, perfekt. Der Boden klingt so ein bisschen wie Eis, ne? Wie als ob wir so einen zugefrorenen See laufen würden. Ja, scheiße, Freunde und Freundinnen. Das war so nicht gewollt. Werden wir schon überstehen, Freunde und Freundinnen. Wir werden auf diesen Rush-Vampir... Hey, Hatzfresse! Ich hab da was für dich! Oh, da sind Nick und die anderen Leute. Da. Jawohl! Seht ihr? Im Leben kann man durchaus auch mal Fehler machen, wenn man dann Leute hat, die einem beistehen und einem helfen, diesen Fehler wieder auszubaden. Los! Dafür muss man allerdings dann auch den Leuten wiederum bei ihren Fehlern helfen, die auszubaden. Also es ist immer noch einfach sehr, sehr laut. Das nervt mich nach wie vor. Also ich weiß auch nicht, was das soll. Die ganze Zeit haben wir die gleichen Soundeinstellungen und es passt. Und jetzt auf einmal ist es einfach unfassbar laut. Ich meine, klar, es ist dramatisch, es ist mehr oder weniger kurz vorm Finale und allem, aber... Fuck, Nicky! Trotzdem. Du warst echt die verdammte Kavallerie! Ja. Dachte, du wärst tot. Noch nicht ganz. Colonel, Sie leben! Durch den Tunnel zu kriechen, war wirklich mehr als unangenehm. Ja. Da ist Schön, Rachel. Sie wiederzusehen. Hier, meine Hand. Ja, krass, also wir sind wirklich, glaube ich, kurz vorm Finale und es leben noch alle fünf von den Hauptcharakteren. Und, gut, dass du hier bist, Mann. Vielleicht schaffen wir es diesmal wirklich erstmalig in einem der Teile alle fünf durchzukriegen. Das wäre natürlich fantastisch. Boah. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Was ist das hier? Ja, das ist eine sehr gute Frage, Salim. Das scheint so eine Art Kommandozentrale zu sein, oder? Ein Plan muss her. Wir machen die Biester fertig und hauen ab. Guter Plan. Sehr guter Plan, ja. Sergeant Kay, was haben wir noch? Wir haben, 8 Magazine 556 FMJ, 3x40mm Explosivschuss, 2 9mm Pistolen und 4 Magazine. Das sollte passen. Boah. Und 2 Phosphorgeschosse. Oh, und ein Block. Composition C4. Eieieiei. Das ist schon einiges, was wir da noch haben, ne? Was ist mit der UV-Lampe? Hat was abbekommen. Ich krieg das hin. Einen Moment.
Es reicht einfach nicht. Und wir haben das hier. Ja gut, das ist aber, glaube ich, eher... unberechenbar. Es muss eben reichen. Ich wollte gerade sagen. Keine Lunden, aber wir können sie mit dem C4 hochjagen. Hoffen wir, sie ballern noch gut. Die Vampire kommen aus diesen Kokons. Ihr habt die ganzen Dinger gesehen. Da könnten Tausende drin sein. Wir jagen sie hoch. Fackeln so viele Mistviecher ab wie möglich und dann zurück nach oben. Machen wir es so, Sergeant? Hurra. Sehr gute Idee. Ich lasse nicht zu, dass er eine Waffe hat. Ach, Rachel, jetzt ist doch langsam wirklich mal gut. Also, ja, eben. Wir eben, kämpfen Jason. Gemeinsam. Richtig. Wenn du noch den Verbandskasten hast, jetzt könnten wir ihn gebrauchen. Stimmt, wir haben ja das Medikit von Joey. Ich kann nur eine Person verarzten. Darauf wäre die Presse zu Hause echt scharf. Stark, wir haben Salim. Unsere Forscherkumpel waren wohl auch hier. Wir sollten uns besser nach etwas umsehen. Sehr, sehr gute Idee. Oh, ausgezeichnet. Die Lampe funktioniert auch wieder. Ich hab's. Die hat sich ja doch sehr effektiv gegenüber diesen Viechern bewiesen. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns diese Kommandozentrale hier mal an. Das kann ich wie immer steuern. Ach, ich glaube, wir steuern Rachel. Okay. Gut. Ja, mit Nick reden wir jetzt gerade mal nicht. Das wird irgendwie nur so ein melodramatisches Beziehungsgelaber, denke ich. Noten. Je mehr ich über die musikalische Sprachen dieser Kreaturen herausfinde, desto fieberhafter überlege ich, wie sie hergekommen sind. Sind sie in den Tagen der Dinosaurier durch die Lüfte geglitten? Hat ihr riesiges Reich den Globus umfasst, als wir uns noch von Bäumen hangelten? Sie sind jetzt tot, ihre Form ähnelt der unsrigen, aber alles andere an ihnen ist dem Leben, wie wir es kennen, fremd. Die Konsole zeigt anscheinend eine Sternkonstellation, Cetus von der Erde aus gesehen. Kamen sie von dort und haben die großen Weiten des Alls durchquert, um hier zu landen? Haben sie versucht, zurück nach Hause zu reisen? Ja, wird ja zu der Theorie passen, dass es sich hier um sogenannte Aliens handelt. Wird da ja durchaus hin. Und, da ist nochmal eine weitere Vorahnung. Feuerzeug. Explosion. Ach, das ist, glaube ich, wieder, ja. Der nächste Teil ist ja The Devil in Me. Das spielt er, glaube ich, in so einem Hotel. Und das ist, glaube ich, die Vorahnung dazu. Also so als Trailer sozusagen zu dem kommenden Teil. Ja, halte ich irgendwie immer nicht so viel von. Aber naja, ist halt so, wie es ist. Jagdopfer, pflanzt Parasit ein, Parasit reift der Hand, wird, stirbt, Parasit übernimmt den Körper. Ja, das passt ja so ein bisschen zu dem, was wir in der letzten Folge schon besprochen haben, mit der Theorie, dass es sich hier um Aliens handelt, die so ähnlich wie in den Alien-Filmen Parasiten einpflanzen und den Wirt sozusagen nutzen, um sich zu vermehren. Sie kommen, wir müssen es hier beenden mit Unleserlich. Wenn mir noch genügend Zeit bleibt, dann wird es meine letzte Handlung sein. Dieses Tagebuch auf Unleserlich. Vielleicht kann es als Warnung für jene dienen, die Unleserlich. Ja. Die Knochen dieses Tempels sind blutgetränkt. Wir haben unentdecktes Gebiet betreten und etwas Uraltes und Böses aufgeweckt. Eine Blasphemie, die unbeschreibliche Form und Gestalt angenommen hat. Äonen haben wir als Kinder dieser Welt gelebt, nicht gewahr des Schreckens, der unter unseren Füßen schlummert. Nun haben wir blind die Tore zum Wahnsinn aufgestoßen. Ich habe Angst, aber wir müssen tun, was getan werden muss. Wir müssen diesen Ort für alle Ewigkeiten versiegeln. Für die Menschheit. Mary, es tut mir leid. Oh. Da hat er sich am Ende selbst getötet. Krass. Scheint dann wohl der letzte Tagebucheintrag gewesen zu sein, der da kommt. Hallo? Okay. Keiner von ihnen hat überlebt. Ja, aber dann haben wir, glaube ich, tatsächlich alle Tagebucheinträge gefunden. Und ich glaube auch, wir sind diesmal generell, was diese ganzen Geheimnisse angeht, sehr, sehr gut dabei. Schauen wir uns das mal an. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Geheimnisse haben wir nicht gefunden. Und wir werden ja vielleicht noch ein, zwei finden. Das heißt, wir sind eigentlich diesmal sehr, sehr gut dabei. Gut, sprechen wir mal kurz Könnte mit Jason. Ich nur noch mal die Sonne sehen. Sonne und ein kaltes Bier. Alle wissen jetzt über Nick und dich Bescheid, oder?
Naja. Ist besser so. Geheimnisse hin oder her. Sie machen einen nur krank. Ja gut, da hat er recht, der Jason. Bringt uns gerade aber auch nicht viel weiter. So, da gibt's noch was. Zu Händen Pullman, Bestellung neuer Ausrüstung. 12 Spitzhacken, ein Seil von mindestens 300 Meter Länge, 29 Speerholzkisten, 20 Bogenlampen und Generator, 4 Brechstangen und 6 Gasmasken. EVH. Wer auch immer... Siehst du, da haben wir noch was ein Geheimnis. Hatte er davon? Wer auch immer dies findet, verzeihen Sie mir. Ich habe das Dynamit sabotiert, um meine Kollegen daran zu hindern, diesen Tempel vor der Welt zu verbergen. Lady Bradshaw hat mich zurecht hierher gebracht. Diese Kreaturen sind der Schlüssel zu unbegrenzter Macht. Hier liegen Geheimnisse verborgen, mit denen die Menschheit nach den Sternen greifen könnte, vielleicht sogar die Unsterblichkeit erreichen. Bitte schützen Sie diese Ruine und nehmen Sie mir meine Taten nicht übel. Ich diene nur der Zukunft. Alice von Heuten. Okay, er hat hier offensichtlich absichtlich sabotiert. Ja, krass. Gut, das haben wir uns angeschaut, oder? Ja, das war der Tagebucheintrag. Da können wir mit Eric reden. Das machen wir vielleicht mal. Komm, ich helf dir. Geht schon. Ich hab das schon mal gemacht. Und ich viele Male seither. Tut mir leid. Rachel, warte. Es tut mir leid. Du warst bei sowas schon immer besser als ich. Wenn du mich brauchst, ich bin da. Sehr, sehr gut. Die Beziehung zwischen den beiden noch mal ein bisschen gestärkt. Ist, glaube ich, für den späteren Verlauf durchaus gut. Ja, komm, dann reden wir jetzt doch mal eben mit Nick. Sind wir sicher, dass das klappt? Wird es. Diese Sache zwischen uns beiden. Vergiss es, Nick. Ich wollte nur... Halt! Konzentrier dich auf unser Ziel. Nur so kommen wir hier raus. Okay. Starker Dialog. Hat sie durchaus auch recht. Dann reden wir jetzt mit Salim und das ist, glaube ich, dann auch der... Wie heißt das? Der Wechsel ins neue Level sozusagen. Oh. Das scheint Rachel aber nicht zu gefallen. Krass. Es muss etwas geben. Eine Sprache aus Akkorden, Tonleitern, schallbasiert. Mary spielte Klavier. Sie hat es entschlüsselt. Sie dachte, die Gravuren stehen für Sterne. Siehst du? Das ist Cetus, der Wal. Wir sind weit weg vom Nachthimmel. Es ist ein Rätsel. Oh nein, bitte nicht. Dem Tagebuch nach hatte das Gerät nur eine einzige Tonleiter. Jetzt bitte kein Rätsel, da bin ich immer echt wirklich schlecht drin. Angesehen. Es könnte eine weitere geben. Ich brauche deine Hilfe. Was kann ich tun? Diese Konsole muss von 2 Personen bedient werden. Okay, linke Maustaste. Linke Maustaste. Was soll das? Hallo, langsam ist gut. Keine Ahnung, was ich hier mache, Alter. Muss da einfach nur die Maus bewegen? Ah, endlich sind wir. Also, keine Ahnung, fand ich jetzt eher so semi, muss ich gestehen. So, als ob mir jemand beibringen möchte, wie ich eine Maus bedienen muss. Aber es funktioniert, wir haben diesen... Der lange Organismus hier in Gang gebracht.
wecken wahrscheinlich damit die ganzen Kreaturen einst friedlich waren. Aliens auf. Ihre Sprache war Musik. Wie könnten sie da nichts fühlen? Dann geschah eine Tragödie. Ihr riesiges Reich. Oh nein, Rachel. Ihre Musik verstummte und sie bekämpften einander. Was ist passiert? Eine Krankheit. Wahnsinn. Wir wurden aus dem Architekten Killer. Alter, Rachel geht's ja gar nicht gut. Hat sie verändert. Ach, die ist ja infiziert. Stimmt, da haben wir ja eben schon drüber gesprochen. Ich hab's gerade schon wieder fast vergessen gehabt. Oh nein, Rachel, mach halt keinen Quatsch. Sie schliefen und warteten. Und zwar auf uns. Oh Gott, nein. Scheiße. Rachel! Rachel? Rachel! Rachel! Nein, 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 nein. Also wir müssen unter allen Umständen Rachel irgendwie am Leben halten, weil ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sie irgendwie gerettet werden kann. Ich erkläre gleich auch warum, aber gerade ist es einfach viel zu dramatisch. Es ist... Es ist in mir drin. Der Parasit in ihr scheint hier sozusagen eine Vision zu geben. Also es sind tatsächlich Aliens, die da mit dem Raumschiff auf die Erde stürzen. Weil man sieht ja, das Raumschiff scheint ja schwer beschädigt, überall Explosionen. Oh Gott, nein, das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Also wir werden Rachel jetzt hier nicht Suizid begehen lassen. Weil ich bin mir hundertprozentig sicher, es gibt eine Rettung. Erkläre ich euch später, warum. Tut mir leid. Aber wir werden jetzt auf keinen Fall... Nee, ich werde hier gar nichts machen. Wir werden dann nicht in diese Patrone stechen. Sondern wir werden Rachel definitiv hier am Leben lassen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sie kamen von den Sternen. Das hier ist eine Arche. Ja. Tu doch was, sie wird zu einem von denen! Alles bitte, Rachel, du musst durchhalten. Wir werden die definitiv am Leben halten, Freunde und Freundinnen. Wie gesagt, ich erkläre euch gleich, wenn das hier vorbei ist, warum. Ich mach dem Elend ein Ende. Nein, Jason, halt mach runter. Verdammt. Jason, Jason. Wir können sie noch retten. Es muss einen Weg geben, das darf nicht sein. Es geht nicht anders. Halt sie fest. Ich muss dich ausschalten. Nein, auf gar keinen Fall. Ich bin's, Jason. Bitte, lass mich leben. Scheiß drauf. Danke. Ja. Warum hast du nicht? Weil wir Hoffnung brauchen. Richtig, richtig. Wartet, ein Vorschlag. Dann raus damit, Alter. Die Flüssigkeit in den Kokons könnte was bringen. Fuck, ich glaube, ich weiß, auf was du hinaus willst. Wovon redet er? Die Flüssigkeit hält am Leben, aber man altert nicht. Woher willst du das denn wissen? Hab's gesehen. Da war ein Mann, bedeckt mit der Flüssigkeit. Und er hätte tot sein sollen, aber er war es nicht. Diese Flüssigkeit könnte auch Rachel retten. Das ist eine sehr gute Idee, tatsächlich. Das ist verrückt, wir wissen nichts darüber. Sie sozusagen konservieren. Es könnte die Verwandlung aufhalten. Die Kokons würden sie schützen, bis wir Hilfe holen. Die einzige Hoffnung. Sehr gut. Tu es einfach. Mach, dass es aufhört. Hey, wo gehen die hin? So, wieder zurück aus der Höhle. Ja, okay, verstehe. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Es muss irgendeine Möglichkeit geben, diesen Parasit aus hier rauszuholen, sonst auch vielleicht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Sehr gut. Rachel! Keine Zeit mehr. Vielleicht können wir die Infektion rausbrennen. Alter, nein, los, sie stirbt. Was soll das denn jetzt? Oh, es klappt. Freundinnen und Freunde, es scheint zu funktionieren. Seht euch das an. Ist das eklig. Das war in mir drin. Ich mache dieses Mistvieh kalt. Alter, was geht denn jetzt ab? Töte den Parasiten. Okay, ich erkläre euch jetzt, warum ich so entschieden habe und warum ich mir sicher war, dass Rachel gerettet werden kann. Und zwar, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, es gibt ja immer in diesen Teilen 5 Hauptcharaktere und Rachel ist ja definitiv einer dieser 5 Hauptcharaktere, ne? Und es gibt in jedem Spiel die Möglichkeit, dass alle 5 Hauptcharaktere überleben können. Das heißt, es muss diese Möglichkeit geben, dass Rachel überlebt. Also, dass wir gerade entsprechend dafür gesorgt haben, dass sie nicht erschossen wird und sich auch nicht selber damit der Granate sprengt. Weil, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, als Rachel infiziert wurde, hatten wir überhaupt keinen Handlungsspielraum, sondern sie ist ja einfach in dieser Zwischensequenz da sozusagen gebissen worden. Das heißt, wir hatten ja absolut keine Möglichkeit, da irgendwie zu interagieren. Und daher war ich mir sehr, sehr sicher, dass es irgendeine Möglichkeit der Rettung für Rachel geben muss. Ja, und offensichtlich lagen wir da auch richtig, ne? Jetzt müssen wir nur noch diesen Parasiten finden und dem den Chaos machen. Aber der ist irgendwie verschollen. Oder er ist da. Ah, runter, komm. Nein, nicht wieder rein. Jawoll. Weg mit dir. Ekliges Vieh. Aber krass, wir haben dann... Na gut, dann hätte es natürlich nur für Clevis auch eine Möglichkeit der Rettung gegeben. Ist natürlich jetzt im Endeffekt dann irgendwie doof gelaufen, aber gut. Letztlich kann man auch nicht jeden retten, ne? Aber sehr gut, wir haben Rachel gerettet. Das heißt, wir sind nach wie vor mit 5 Personen unterwegs. Es besteht nach wie vor die Möglichkeit, dass wir alle 5 Personen retten können. Alter. Gut, jetzt steuern wir Salim. Siehst du, was ich sehe? Und wollen offensichtlich... Boah, das sind alles Vampire, ne? Das besteht alles aus Kokons. Tausenden davon. Oh Gott. Legen wir den Sprengstoff dort. Verbrennen sie. Krass. Shit, sie schlüpfen. Oh nein. Wir müssen hier weg. Schnell. Okay, aufgepasst. Wir haben viel eingesteckt. Brüder verloren. Aber jetzt wird's Zeit, uns zu rächen. Wir bringen überall an den Gebilden Sprengstoff an und benutzen dann die Fernzündung. Sehr gute Entscheidung. Sobald das Zeug hochgeht, machen wir, dass wir wegkommen. Mit etwas Glück rösten wir nicht nur ein paar Vampire, sondern lenken auch welche ab. Sehr gute Entscheidung. Wenn wir hier sterben, nehmen wir wenigstens ein paar dieser Viecher mit. Okay. Wer platziert das Dynamit? Ja, ich schon mal nicht. Na, scheiß drauf. Ich mach's. Oh Gott, Nick. Du spinnst. Wir machen's zusammen. Nee, die sehen uns, wenn noch mehr von uns da unten sind. Nimm den Zünder, falls ich es nicht schaffe. Nick! Hör zu. Falls ich's nicht schaffe, musst du die Dinger hochjagen. Aber ja, nicht zu früh dann rumfummeln. Du bleibst immer in Funkkontakt, klar? Und wenn ich keinen Empfang habe? Gib ich ein Leuchtsignal. Wenn du das siehst, drückst du den Zünder. Sei schnell und vorsichtig. Verstanden, Kumpel? Eieieiei, das wird jetzt bestimmt sehr, sehr Quicktime-lastig und sehr, sehr tricky. Und ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile hier
im Bereich des Spiels, wo kein Quicktime-Event-Fehler mehr verziehen wird, sondern die müssen gleich wirklich alle sitzen. Da habe ich ein bisschen Bammel vor, weil, boah, das wird wirklich heftig. Okay, wir steuern offensichtlich Salim mit dem Fernglas. Schwer zu erkennen. Da ist offensichtlich schneller, Mann! Oh, jetzt ist der Wechsel auf Nick. Stark, stark. Erste Ladung platziert. Over. Wo lang? Links, rechts. Rechts. Oh, sehr gut. Was soll der denn schon wieder jetzt hier? Das ist aber nicht gut. Oh nein, 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 nein! Hätte er sich doch mal selber verarztet, nein. Oh Gott, jetzt kommt bestimmt dieses Luftanhalten oder Herzanschlag oder... Oh Gott, ja. Wirklich ganz, ganz ruhig jetzt. Geschafft, Freunde. Und dein schon wieder. Oh. Oh. Ihr wisst gar nicht, mein eigenes Herz rast auch ohne Ende gerade. Nicht nur das von Nick. So, schön den Sprengstoff anbringen. Schön, schön, schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, da hinten kommt er schon wieder angelaufen. Komm, wir wollen doch nur deine Froschvampir-Familie in die Luft sprengen. Jetzt hab dich nicht so. Langsam brenzlig da unten, Bruder. Lass den Rest vom Sprengstoff liegen und komm zurück. Seh dir das an. Der Jackpot. Das ist zu weit. Ja, das ist wirklich zu weit. Komm. Komm, Jason, Nick, zurück. Zurückziehen, ja. Sehr gut, sehr gut. Okay. Ich komm zurück. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Weil das wäre wirklich zu... Also klar, das ist der Jack. Aber seht ihr, er ist schon da. Er ist schon da. Den Knopf! Boah, boah! Wir haben es geschafft, Freunde und Freundinnen! Und Nick hat's überlebt. Und wir haben echt viele von denen gesprengt. Oh, und der ist sauer, er ist sauer. Ja, jetzt fängt er wieder an mit seinen Spurz. Also so viele Quicktime-Events waren es jetzt nicht, ne? Ein bisschen Herzschlaggedöns. War easy. Oh. Jawohl, brenne! Ach, nein, warum lässt er das denn jetzt fallen, der Idiot? Salim! Wir steuern Jason. Jason, nicht Jason. Jason. Oh, Freunde und Freundinnen. Wort zur Hölle ist Salim. Salim! Der Sprengstoff hat's echt gebracht. Sieht aus, als ob hier gleich alles einstürzt. Salim! Er lebt noch! Salim, komm schon! Hörst du mich?
praktisch tot. Wir müssen weg. Nein, wir lassen niemanden mehr zurück. Eric, niemanden. Der Mann gehört nicht zu uns. Richtig, wir lassen keinen Mann zurück. Ich gehe. Salim gehört zu uns. Marines lassen niemanden zurück. Hörst du mich, Salim? Falls ich es nicht schaffe, sag meinem Sohn, ich habe alles versucht. Sag's ihm selbst. Ich komm dich holen. Richtige Entscheidung, Jason. Und ich finde auch stark vom Spiel gemacht, dass Jason derjenige ist, der diese Entscheidung trifft, weil die beiden ja diejenigen waren, die sich am meisten kritisch gegenüberstanden. Und jetzt ist es letztlich dann doch Jason, der zurückgeht und Salim rettet. Also finde ich wirklich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Jawohl, jawohl, jawohl. Da liegt er. Ab in die Hölle mit dir. Du willst wohl auch Spaß haben. Und alles stürzt ein, alles wird zerstört. Oh Gott. Und es geht wieder in Jason. Was geht denn jetzt ab? Oh Gott, nein! Jason! Salim! Jawohl! Decke sie mit dem Herz, los! Hast du das Ding gerade ernsthaft zu mir geschmissen? Hab ich. Oh, Freunde und Freundin, wir haben es geschafft. Sowohl Jason als auch Salima überlebt, als auch Nick, als auch Rachel, als auch Eric, als auch der Marathonläufer, da wer auch immer das sein mag. Ich habe nach wie vor keine Ahnung, wer das ist. Oh Gott. Schleich dich. So, ab in den Aufzug und hoch. Freunde und Freunde, wir haben es bislang wirklich geschafft. Boah. Die paar Fledermäuse schaffen dich nicht. Oh Mann, das war so verdammt unglaublich. Die haben uns überrannt, aber... Salim und ich sind durch sie durch, wie beim letzten Touchdown des verdammten Super Bowl. Hört zu. So, liebe Freundinnen und Freunde, ich glaube, wir spielen tatsächlich so jetzt das Finale. Ich weiß, die Folge geht schon sehr lange. Aber die Besten der Besten. Ich glaube, wir werden es trotzdem jetzt hier zu Ende spielen, weil viel kann ja nicht mehr kommen. Das heißt, wir ziehen es jetzt durch. Wir ziehen es jetzt durch. Weil ich habe auch keine Lust, jetzt noch eine weitere Folge zu machen, die dann irgendwie 10 Minuten dauert oder so. Oder? Deswegen freut euch auf die lange Folge oder freut euch über die lange Folge. Ihr schaut es ja gerade. Wie gesagt, wir ziehen es jetzt durch. Weil allzu viel kann, glaube ich, nicht mehr kommen. Den Seilen wieder hoch. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Bislang. Komm schon. Wir gehen zusammen. Ja, komm. Hochziehen da. Hoch, hoch, hoch. Alter, wer ist er denn? Ach, das ist Clarice. Clarice? Oh
Oh Gott, jetzt kommen wieder diese ganzen... Jawohl! Jawohl! Komm, Schatz! Weg mit dir! Ekel Clarice. Verdammt! Ich hätte sie nie gehen lassen sollen. Ja gut, das konnten hätte wir ja nicht wissen. Nie hergebracht. Oh, Rita, ich läuft schon wieder jemand rum, Freunde. Durch den Wasserfall konnte man gerade sehen, da lief gerade jemand schon wieder. Deswegen beeilt euch wirklich ein bisschen. Boah, das könnte ich nicht. Könnt ihr das? Das könnte ich nicht. Mich dann zum Seil so hoch. Boah, ne. Oh, Junge, Junge, Junge. Ich glaube, wir sind wirklich kurz vorm großen Abschluss. Wir müssen es, glaube ich, nur noch leben, dass wir diesen Tempel schaffen. Und dann haben wir, glaube ich... Ja, was heißt nur? Also, das wird, glaube ich, mit das Schwierigste, was wir bisher bestehen müssen. Die Statue! Da ist ein Ausgang! Komm, hoch! Auch schöne Szene. Jason und Salim. Ich glaube, das war's. Oder? Boah. Wir sind an der Erdoberfläche wieder. Wir sind aus dem Tempel raus. Ich habe gedacht, das wird noch schwieriger mit mehr Quicktime-Events und allem, aber wir sind... Krass, wir sind draußen. Aber wir müssen irgendwie dann noch wegkommen, ne? Unsere ganzen Hubschrauber sind ja, glaube ich, abgestürzt. Und, ich war damals so klug und hab Eric gesagt, er soll keine Luftunterstützung mitnehmen. Genießt die Sonne, Jungs. Das heißt, genießt wir müssen ja irgendwie sie. Auch noch wegkommen hier. Auch schön. Lächeln sich gegenseitig an. Noch bei mir, Kumpel. Und es leben wirklich wir alle fünf. Lebende Marines, die verdammt gern nach Hause wollen. Dropkick an Coyote 2. Funkcheck, over. Komm, da muss doch jetzt irgendjemand antworten, bitte. Hier spricht Coyote 2, bestätige. Event wird vorbereitet. Ankunft in 5 Stunden. In 5 Stunden? Wir stehen doch jetzt hier nur noch 5 Stunden rum. Verstärkung ist unterwegs. Wir haben sie besiegt. Ich bin mir da noch nicht so sicher, dass es das schon war. Echt erstaunlich, wie hell es hier ist. Ob die Hirten wohl noch hier sind? Ich hab Lust auf ein Bier. Ich muss zurück zu meinem Sohn. Er macht sich sicher schon Sorgen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Was soll das denn jetzt? Wieso denn jetzt eine Sonnenfinsternis? Nein, nicht nochmal. Das ist jetzt wirklich maximal unnötig, Freunde und Freundinnen. Ja. Nein, da! Oh Gott, wie viele! Nein! Wenn sie hier bleiben, sind sie tot! Oh Gott, nein! Rein in die Hütte, los, los, los. So eine Sonnenfinsternis dauert ja jetzt zum Glück auch nicht immer ewig. Also von daher. Aber ich hatte irgendwie ein Gefühl, dass es das noch nicht war. Das wäre zu einfach gewesen. Es wäre einfach zu einfach gewesen, Freunde und Freundinnen. Aber egal, wir bestehen auf das. Wie lange dauert so eine Finsternis? 6 Minuten. Wir müssen nur durchhalten. Das ist viel zu lang! Beschwer dich doch beim Mond! Sie dringen hier ein!
Ich weiß doch gar nicht, wen wir spielen gerade. Nein, Nick! Wir schicken sie zurück in die Hölle! Zurückdrängen! Jawohl, jawohl, rein da, rein da, rein da! Sehr gut, Salim. Mein letzter Clip! Gibt es nichts Besseres zu sagen? Oh, da ist doch Munition. Sehr gut, sehr gut. Was soll das denn sein? Ach, Dynamit! Sonst nichts? Keine Munition? Zünden! Wir halten sie auf. Sehr gut. Vielleicht hat das Feuerwerk ja ähnliche Wirkung auf die wie das Phosphor und Sonnenlicht und so weiter. Ja, was will er denn jetzt schon wieder? Oh Mann. Jawohl. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und jetzt gehen wir auf Eric. Wir werden diesem Vieh den finalen Stoß verpassen. Ja, reinrennen, los, komm! Wer auch immer du sein magst, fahr zur Hölle! Aber ich habe nach wie vor nicht verstanden, wer das ist. Hallo. Es war mir eine Freude. Okay, will ich spielen Rachel? Jawohl! Festgetackert und rein mit dem Dach! Ja! Rein! Rein ins Herz! Eric. Nick. Jawohl. Ja, nein, nein, nein. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Weg mit dir. Fahr in die Hölle, Vampir. Salim, Salim. Weg mit dir! Jetzt geht's auf Jason. Auch Jason wird es schaffen, Freunde und Freundinnen. Nein! Jawohl, 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 jawohl! Komm schon, Jason, zieh! Und nochmal, Rachel. Oh Gott, ich kann gleich nicht mehr. Komm schon, komm schon, komm schon! Freunde, ich kann kaum noch.
Mach das ist auch jetzt endlich. Die Sonne! Die Sonne kommt, Freunde! Freunde und Freundin, wir haben es geschafft, die Sonne! Brennen! Los, ab mit euch in eure schöne Höhle hier! Ja, weg mit euch! Freundinnen und Freunde, wir haben es geschafft, es leben noch alle fünf. Wir haben jedes Quicktime mit Ausnahme von einem einzigen, was uns aber verziehen wurde, geschafft. Und es leben alle fünf Hauptcharaktere noch. Wir haben es wirklich geschafft, alle fünf lebend durch dieses Spiel zu bringen. Fantastisch. Mehr als fantastisch. Ich bin wirklich stolz auf uns. Ich muss zu meinem Sohn. Ja. Ein Souvenir. Salim, warte. Viel Glück, Bruder. Sag Zane herzlichen Glückwunsch von mir. Danke, Jason. Sehr schöne Geste, sehr schöne Geste. Leb wohl, mein Freund. Wenn es im echten Leben manchmal auch so wäre, dann wäre vieles auf der Welt einfacher. Ende gut, alles gut. One Four, siehst du die Verbündeten? Da, die Sturmeinheit. Gott sei Dank. Geschafft. Ich kann nicht wundern, was da für verbrannte Viecher liegen, so, ne? Einfach so, ja. Vier Überlebende. Ist so, wie es ist, ne? Rücke zur Basis. Passiert ja jeden Tag, ne? Überall gibt es mal verbrannte Vampire, so. Aber ich wüsste wirklich gerne, was es mit diesem Marathonläufer-Typen da auf sich hatte, dem wir am Ende da die Fackel in den Kopf gesteckt haben. Also, wer das war. Was ist das für ein Hintergrund, das habe ich nicht verstanden. Und das wird, glaube ich, auch nicht groß irgendwie erklärt, ne? Egal, freuen wir uns darüber, dass wir es diesmal wirklich geschafft haben, im dritten Teil alle fünf Hauptcharaktere überleben zu lassen. Da bin ich wirklich ein bisschen stolz auf uns. Das haben wir hervorragend hingekriegt. Schönes Finale, schöner Abschluss. Ja, es brennen fünf Kerzen, weil noch fünf. Der Geist ist eine Welt für sich, in der die Hölle zum Himmel und der Himmel zur Hölle werden kann. Bravo. Dankeschön. Es sieht so aus, als wären ihre Schützlinge heil aus ihrer Hölle zurückgekehrt. Obwohl diese Tortur sie für den Rest ihres Lebens heimsuchen wird.
Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Vielleicht wähle ich nächstes Mal eine etwas wohligere Geschichte. So wohlig, dass Sie nachts noch schön durchschlafen können. Doch was sie auch sein wird, der Abschied wird Ihnen schwer fallen. Bis zum nächsten Mal. Sie kennen den Ausgang. Jo. Tschüss. Ja, Freunde und Freundinnen, das war House of Ashes. Es geht noch weiter. Schauen wir uns noch an hier. Bist spät dran und siehst scheiße aus. Brooks. Ich hab einen Nachtflug hinter mir, was denkst du denn? Und Miller. Guter Flug? Scheiß Film, scheiß Essen, null Beinfreiheit. Musstest hinten sitzen? Neben den Klos. Schön. Der Kaffee war nicht übel. Echt leckere Muffin. Bericht gelesen? Auf dem Flug. Wie läuft es mit dem Analyseteam? 4 vom ISG-Team leben noch. Sie werden hier drüben verhört. Wollen wir? Nach dir. Und die Kreaturen? Sowas haben wir noch nie gesehen. Bäh. Colcheck Jason, First Lieutenant, Marine Force Recon. Bester der Besten, was? So wird er angepriesen. Fuck! Wie oft soll ich Ihnen diese Geschichte denn noch erzählen? Ich verstehe. Aber SAMCOM ist besorgt wegen der Norma-Fall. Welche? Die ganze Mission war nicht normal. Warum haben Sie sich denn mit dem Feind verbündet? Sie waren nicht da. Die haben uns massakriert. Mir war es scheißegal, wer es war. Wir brauchten jede Unterstützung. Ich bin durch die Hölle gegangen, um Salim zu helfen. Der Mann war 5 von ihrer Sorte wert. Semper Fee, scheiße nochmal! Sie haben sich mit einem irakischen Soldaten verbündet? Republikanische Garde, falls man es glauben kann. Muss ja schwer Eindruck auf Kolchek gemacht haben, wenn er ihn gerettet hat. Bin gespannt, ihn zu treffen. Pech gehabt. Er ist weg. Was soll das heißen? Ist abgehauen, bevor das EVAC-Team aufkreuzte. Ist vielleicht schon über die Grenze. Gerissener Mistkerl. Warum wollte Kolchek wohl seine Hilfe? Das Analyseteam sichert noch Proben am Ort des Geschehens. Es war ein Gemetzel. Sie hatten Dynamit? Wir wissen nicht, woher sie es hatten. Nein. Schluss jetzt. Ich hab's schon gesagt. Es war eine Stadt, eine ganze Stadt voll mit den Dingern. Da waren Kokons. Tausende von den Dingern. Wie viele der Organismen lebten dort noch? Zu viele. Ich hoffe bloß, dass sie alle verbrannt sind. Das ist ja wie damals mit Winterfold. Aha. Aha. Ah, und hier ist Colonel Eric King, unser Genie vom Dienst. Mit sowas hat er wohl nicht gerechnet. Vergessen Sie alles, was Sie über Biologie wissen. Die Wesen sind hochentwickelt. Sie sind stärker als wir, intelligenter als wir. Wenn Sie der Lage Herr werden wollen, sollten Sie mich besser ernst nehmen. Niemand von uns zweifelt am Ernst der Situation, Colonel. Schließlich sind Menschen gestorben. Ich habe überlebt. Ich werde dafür sorgen, dass diese verdammten Dinger an ihrem verdammten Grab bleiben. Sprechen wir über Kalos. Tja, glauben Sie mir jetzt? Das ist Miller. Er wird Sie weiter befragen. Befragen? Ihre Prioritäten sind echt verdreht. Die Dinger sind noch da unten. Was unternehmen Sie dagegen? Um das zu besprechen, werden wir später noch Zeit haben. Vorerst sollten Sie sich glücklich schätzen, dass Sie noch am Leben sind. Es ist das reinste Wunder, dass Sie da unten überlebt haben. Ich habe gelernt, mich nur auf mich selbst zu verlassen. Ich war stärker als alle. Wir kommen bald wieder. Bleibt es bei nächsten Sonntag? Janet macht Feuertopf. Na klar, bleibt es dabei. An den Job werde ich mich nie gewöhnen. Warum solltest du? Zumindest war es örtlich begrenzt. Ja, dieses Mal. Also, was hältst du von all dem? Das ist unwichtig. Es ist nur wichtig, den Informationsfluss zu kontrollieren. Die Weltöffentlichkeit wird nie davon erfahren. Ja, das ist natürlich jetzt schlecht für
für unsere Protagonisten, ne? Ja, Freunde, dann jetzt aber die Abmod. Wie gesagt, das war's mit House of Ashes. Fand ich mal am Ende hin dann doch noch eine sehr, sehr coole Story. Hat mir Spaß gemacht. Wie gesagt, wir haben alle 5 Hauptcharaktere überleben lassen. Da können wir uns wirklich selber mal kurz auf die Schulter klopfen. Danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Spiel wieder. Wie gesagt, spätestens ab November dann auch im 4. Teil hier von der Dark Pictures Anthologie, dem Devil in Me Teil. Und vorher werden wir sicherlich noch ein, zwei andere Spiele spielen. Und dann, wie gesagt, sehen wir uns beim nächsten Spiel wieder. Tschüss!